Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zu einer weiteren Folge Golf jetzt mit mir, dem Ingo Viva, und heute ganz normales Minigolf soll das angeblich sein. Da werden wir mal sehen, ob das ganz normales Minigolf ist und wie das so aufgebaut ist, ob das so kleine Bahnen sind einfach nur. Wir schauen einfach mal. Ja. Bam, 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 bam. Lalam, badalam. Lal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 
Okay. Jetzt habe ich aber genaue Schussbahn gerade, um da reinzumachen. Hä? Ach komm. Boah, du bist so ein Scheißball. Oh, ich muss mal echt eine neue Maus mir mal irgendwann mal kaufen, ne? Die habe ich schon so... Boah, die habe ich bestimmt schon seit... 3 Jahre auf jeden Fall. 4 Jahre. Auf jeden Fall lange. Ach da, nicht schon wieder sowas. Do not climb a launcher. Ja! Ja! Kann Böll immer so gut machen. Da gibt es auch das eine Video von dem einen Jungen, der so einen Ball gegen den Kopf bekommt. Und mal, ja! Weil irgendwie sowas sagt er das da. Das kann ich aber nicht gut. Ich schätze mal, das ist das kleine Loch, was da oben rechts ist. Weil das ist bestimmt... ja. Da oben. Okay. Oh. Das ist doch so blöd. Guck, da wäre denn das. Ah, das... Ah, nee. Hätte sogar das noch sein können. Gut, das weiß ich natürlich nicht. Sagt mir auch keiner. Nein, das wäre auf jeden Fall das eine Loch da oben. Alle drei am besten eigentlich gewesen. Okay. Oh, Eis. Eis ist immer geil. Eis finde ich gut. Und noch mit Kristallen noch dabei. Eis ist schön. Oh, da kommt die nächste Bahn da gleich. Bahn 12 schon. Zack. Ja, aber eigentlich... Boah, Alter, guck mal, wie wenig wir im das, was der Entwickler vorschreibt, sozusagen. Also halt die Leute, die das da machen. So. Nein! Oh, Gott sei Dank. Dann so ein bisschen. Bevor wir hier Kacke machen. Komm, schieb mich an, schieb mich an, schieb mich an. Gib mir einen Touchdill. Okay. Ja. Naja. Sollte nicht sein. Birdie. Okay. Hä? Das ist ja geil gemacht, ey. Cool, dass man selber berechnen muss sozusagen, wie weit man schlagen möchte. Also halt, wie man dran titschen möchte, damit man halt oben sozusagen in die richtige Richtung dann fliegt. Das ist gut gemacht, ey. Manchmal ist Gewalt eine Lösung. Einfach durchspielen. Mal gucken. Von links nach rechts. Ein bisschen anspielen. Und. Nein. Ja, ein bisschen doller. Dann hat nichts getroffen. Okay, jetzt aber. Das ist mir bei der letzten Aufnahme schon zweimal passiert. Oh, einmal. Geht doch. Okay. Du komisches Ding, du. Okay, warte mal. Das heißt, aber wir müssen da hinten. Huia! Geil! Das ist doch schön. Und jetzt? Eine 3. Und wie viel braucht man dafür? Ist klar. Dass man auch so auf die Idee kommt, so zu spielen wie ich jetzt gerade. Okay. Das geht einfach nur da runter. Da muss man in so eine Tonne da rein. Okay. Dann. Oh, da ist ja keine Rampe mehr. Das habe ich nicht gesehen. Okay, wir dürfen keinen Fass, wir müssen genau spielen, so. Und das war zu doll. Leider, ein bisschen zu doll. Ein bisschen. Okay, nochmal. Oh, da sind fast drin reingegangen. Jetzt aber rein. Blang. Bam, bam, bum. Dum, 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 dum. Da wäre fast mein Loch gewesen. Ich hab's fast geschafft. Was braucht man denn da für das Ding? 3 Schläge.
Ich hab's unter 3 Schläge. In ein paar. Hä? Das war gar nicht die letzte Bahn. Ach, jetzt kommt die letzte. Warte mal. Ach, das waren sogar nur 2 Schläge dafür. Okay. Jetzt brauchen wir nur 3. Okay. Welches Loch nehmen wir denn? Jetzt müssen wir das hintere nehmen. Okay, nochmal. Komm, das ist jetzt gut. Komm zu Papa. Und das ist jetzt auch ganz einfach, da vorbeizuspielen. Nee. Zack, drinne. Double Boogie. Und damit haben wir 83. Das ist echt gut. 83, wir hatten beim letzten Mal 100 Schlag mich tot gehabt. Gut, war ein bisschen schwieriger, die Bahn. Aber hier... Ja. Okay. Ja. Außer die 11 und die 12. Wenn das nicht gewesen wäre, wäre es sogar noch näher dran gewesen. Aber egal. Da würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen bei Golfit mit mir, dem Ingo Viva. Und wir sehen uns dann bei einem nächsten Mal wieder mit einer neuen Map natürlich. Mal schauen, was ich dann noch so im Dings habe, im Kämmerchen, ja. Und auch mal schauen, wie lange ich überhaupt generell das Spiel machen werde. Weil es macht zwar übermäßig Spaß, aber allein ist es so... Ja, mal gucken. Vielleicht kommt noch eine Folge danach, noch nach dieser jetzt. Mal abwarten. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.